Heute geht es weiter mit dem 100-Stunden-Null-Items-Projekt und es wird mal wieder, ja, interessant, anstrengend, spannend, wie auch immer man das Ganze nennen würde. Und am Ende habe ich noch für euch eine kleine, ja, quasi Abstimmung in den Kommentaren. Da interessiert mich eure Meinung, wie wir weiterverfahren mit diesem Projekt. Bleibt also gerne bis zum Ende dran, um mitbestimmen zu können, was hier so als nächstes passieren wird. In dem Sinne, ich sage ganz viel Spaß. Wir sehen uns hoffentlich nach dieser Premiere, wenn ihr es als Premiere seht, im Stream live auf Twitch und YouTube 20:30 Uhr. Bis dahin, let's go! Moin Moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbank Ducks und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Null-Items-Projekt. Wir starten rein in der letzten Folge, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Sie ist natürlich immer wie immer oben links in der Infocard für euch verlinkt, dann könnt ihr das Ganze abchecken. Wir haben Investoren. Das ist eine gute Sache. Das heißt, wir haben für uns intern auch die Zeitung damit freigeschaltet. Ne? Das war ja so ein kleiner Meilenstein, den wir uns da selber gesetzt haben. Wie gesagt, ich könnte jetzt auch für immer ohne Zeitung weiterzocken. Aber seien wir mal ehrlich, ist am Ende macht das Spiel nur langsamer. Und irgendwie wollen wir zumindest mal so ein bisschen Bevölkerung kommen. Wir sind bei 15, fast 16 Stunden. Und der Plan für heute ist erstmal die Investoren voll zu versorgen. Das heißt, wir wollen hier erstmal alles holen. Ne? Vollversorgung ist ja auch unser Ziel. Und dann werden wir zusehen, dass wir uns mal eine weitere Insel schnappen und da mal ein paar Einwohner drauf knülzen. Wir wollen so ein bisschen die Speicherstadt nutzen. Die Speicherstadt wird aber lange nicht so OP sein wie im normalen Spiel, weil wir ja gar keine Items haben für Zusatzwaren. Das heißt, wir müssen alles selber produzieren, was wir da am Ende des Tages auch ja, exportieren wollen. Wir könnten uns jetzt Crown Falls holen, müssen wir mal überlegen, können wir eigentlich mal machen. Wir sind ja auch hier bei der Nordwestpassage unterwegs, also Richtung Arktis, einfach damit wir eventuell noch mal ein bisschen mehr Gold bekommen, denn das ist ja auch noch mal eine interessante Nummer. Aber jetzt, wir haben in der letzten Folge Sekt produziert, wir haben auch schon Zigarren produziert, das ist alles soweit da. Wir können noch mal ein Clubhaus bauen, theoretisch, dafür fehlt uns aber, dafür fehlt uns gar kein Baumaterial mehr. Wir können mal gucken, ob sich das Ganze rechnet. Wir sind bei 21,8. Wenn wir das Ganze bauen, sind wir jetzt bei 22,3. Das heißt, das rechnet sich finanziell auch für uns, das ist ja wundervoll. Wir können noch ein paar Ingenieure aufsteigen lassen. Das klappt sehr gut. Weil wir einfach mehr Investoren brauchen, damit wir hier die Schokolade und auch später noch die Dampfwagen freischalten. Bärenfälle wären dann auch noch so eine Nummer und die Frage ist, ob wir hier überhaupt hinkommen. Was wir machen können, ist nochmal ein bisschen überregionale Post. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal so ein bisschen Expansion. Das Ding ist, wir haben jetzt so ziemlich sicher, dadurch, dass wir die... Oh verdammt, das war das Falsche. Das haben viel zu wenig Bauern. Ich wollte nur das kaputte Ding aufbauen. Dadurch, dass wir jetzt die Zeitung haben, haben wir halt überall massig Überproduktion. Ne? Und das heißt, wir werden jetzt mal so ein bisschen gucken, dass wir hier mal immer so einen Tick rausnehmen, erstmal an Produktion, weil das einfach auch Arbeitskräfte frei macht. Und das ist halt auch immer so eine Sache, die ist halt wichtig. Ne? Also wir müssen irgendwie zusehen, dass wir so ein bisschen mehr Arbeitskräfte kriegen. Weil wir sonst halt wirklich, also nicht mehr so viele Arbeitskräfte benötigen, eher gesagt, weil wir sonst einfach gar keinen Platz haben. So, ne, wir haben halt wirklich von allem zu viel, also wirklich von allem. Wir können auch mal ein bisschen weniger Brot produzieren, dafür brauchen wir ein bisschen weniger Mehl. Denn das Ding ist, wir brauchen halt später, so wie wir es jetzt spielen, so massig Arbeitskräfte irgendwann, weil wir halt zum Beispiel halt Sachen für die Hochhäuser produzieren müssen, die einfach Platz kosten. So, die brauchen einfach richtig Platz, beziehungsweise Arbeitskräfte, sorry. Und die muss man halt auch erstmal irgendwie bekommen, ne? So. Okay. Ansonsten, ja, gut, vielleicht hätte ich auch die hier rausnehmen können. Getreide haben wir eh viel zu viel. Da können wir auch mal das Arbeitspensum dann irgendwie runterdrehen. Ja, aber das war so halt mal so ein bisschen. Was ist das Arbeitspensum? Das ist noch hoch. Das können wir mal auf Null machen. Ne, kann man mal so ein bisschen den Leuten entgegenkommen. Wir dürften noch viel zu viele... Schweine haben wir nicht zu viele. Das gibt es ja gar nicht. Aber wäre wahrscheinlich aber auch immer noch... Ja, wir produzieren immer noch viel zu viel Wurst. Die kommt aber auch zu einem guten Teil von den... nicht zu einem guten Teil, aber
Ach nee, stimmt gar nicht. Sorry, wir haben ja gar keinen. Michael, den Sternekoch. Wo ist denn... Ach, hier ist noch so etlich viel Wurstproduktion, die wir gar nicht brauchen. So. Und man sieht schon, man macht hier jetzt richtig Arbeitskräfte frei, die man dann natürlich direkt auch wieder in höhere Bevölkerungsstufen verwandeln kann, was halt wichtig ist, damit wir irgendwann mal zu diesen 5000 Investoren hier kommen, um die Dampfwagen freizuschalten. Wir haben theoretisch die Möglichkeit, einen Palast zu bauen, werden wir, denke ich, auch machen, wird aber nicht so unfassbar relevant, weil wir einfach nicht die Attraktivität dafür schaffen können. Ne? Das ist einfach nicht möglich für uns und dementsprechend sind wir da so ein bisschen limitiert. So, hier unten ging beim letzten... Ach, guck mal, wir wollten doch beim letzten Mal diese Ölbohrtürme hier ausbauen. Das haben wir uns doch vorgenommen, das nicht zu vergessen. Und dafür war das Frachtschiff hier, das Flaggschiff. Ja komm, nimm einfach mal mit, damit wir hier dann tatsächlich erfolgreich Öl produzieren können, was dann hier rüber kommt. Na, das, der Öltanker braucht, glaube ich, ah ne, der ist hier sogar schon unterwegs. Ja, der kommt gerade an, glaube ich. Wahrscheinlich haben wir jetzt hier auch viel zu viel Produktion von allem. Enhalo, sollen wir mal nicht auf den Zeiger gehen? Ja, komm. Die können wir auch mal bestechen. Vielleicht ist ja mit der auch mal ein Friedensvertrag drin. Handelsverträge mit den Piraten sind eigentlich immer eine gute Sache. Hm, schade. Und den Dude müssen wir auch mal so ein bisschen... Schmeichel, weil der hat viel mehr Militär als wir. Das heißt, jetzt, wo wir wieder so ein bisschen Knatze haben, sollten wir uns vielleicht mal darum kümmern, uns so ein paar Kriegsschiffe zuzulegen. Aber die setzen wir jetzt auch mal hier hoch, weil die auch von Strom profitiert. Dann baut die schneller Schiffe. Dann ist die Bauzeit einfach kürzer. Und das ist einfach halt... Nice für uns, ne, wenn die unter Strom stehen. Jetzt hör doch mal auf, Inselanteile zu kaufen hier, du Assi. So. Ne, weil ich will den so ein bisschen einschüchtern, dass der uns in Ruhe lässt. Die gute alte Abschreckung. Haben wir echt keine Bretter mehr, das ist ja ganz wild. Ah, weil wir so viele Schiffe gebaut haben, aber wir haben auch keine Stahlträger mehr. Hm. Können wir hier mal kurz kaufen. Wir sind ja jetzt mittlerweile etwas liquider, ne? Das ist ja eigentlich ganz schön. So, jetzt können wir das ausbauen, dann läuft auch die Ölraffinerie. 3 Stück, das ist mehr als genug. Also hier kommt auch dann gleich ein bisschen Öl an. Keine Ahnung, wo der Tanker gerade ist. Ah. Ist ja perfekt. Der ist gleich da, holt dann ein bisschen was und dann kann das hier drüben auch losgehen mit den Traktorscheunen. Dann kriegen wir hier mal richtig Produktivität rein. Das ist doch sehr schön. So. Schokolade produzieren wir noch gar nicht. Haben wir aktuell aber. Liegt am Erntefest. Erntedankfest. Da kriegen wir aktuell rum. Schokolade, Zigarren und so. Extra. Da haben wir jetzt noch irgendwie 100 Tonnen. Das ist nicht die Welt. Wir können auch erstmal ein bisschen was bei Kahina kaufen. Das sollte finanziell eigentlich machbar sein. Haben wir irgendwie hier noch... Ja, komm. Eigentlich reicht auch ein Clipper, aber ein Schoner, aber ja, ich verwechsel die immer. Aber gut, wir kaufen erstmal Schokolade ein bisschen und gut ist. Wir wollen die aber natürlich selber herstellen. Und dann kommt natürlich diese Insel hier wie gerufen. Denn auf dieser Insel können wir ja alles produzieren, was wir für Schokolade brauchen. Das heißt, wir können hier Schoki, hier, wir können hier Kakao und wir können hier auch Zuckerrohr produzieren. So, Kakaoplantage. Düngersilo dran, Traktorscheune dran, theoretisch, wenn wir genug Stahl hätten. Wir haben doch gerade erst Baumaterial geholt. Weil wir auch so viele Stahlträger haben, ne? Da war ja was. Die brauchen wir nicht. So. Boah, das wird nachher auch noch richtig witzig, weil wir wollen alles einmal produzieren auch, ne? Das heißt, Schmuck wird noch ein Thema. Mit Perlen habe ich, glaube ich, noch. Ich glaube, ich habe in meinem Leben in Anno 1800 bisher einmal Perlen produziert. Maximum. Also wirklich Maximum. So.
Oh ne, wir fahren mal direkt zu der anderen Insel. Dahin. Weil wir da ja unser Baumaterial brauchen. Die Journaleros sind nicht von den Traktoren überzeugt, das ist mir egal. Dann könnte man halt überlegen, mal eine zweite Insel zu bauen, weil dann kriegt man regionale Post. Da kriegt man halt auch nochmal echt gut ein bisschen was mit, ne? So. Dann müssen wir weiter Richtung. Nach Spuren suchen wollen wir. Keine Spur. Ne, wir wollen einfach möglichst schnell. Einfach möglichst schnell in die Arktis, weil wir haben echt. Wir haben echt sehr, sehr wenig Attraktivität. Attraktivität. Oh, Lust. Wir haben echt sehr, sehr wenig. Warte mal, haben wir Crown Falls überhaupt mit in dem Safe? Ja, haben wir. Okay. Wir haben sehr wenig Moral da aktuell. Hier nehmen wir Fälle mit. Fürs Jagdglück. Brauchen noch Redegabe. Also Sekt ist immer eine gute Wahl. Wir nehmen mal Bier dazu. Das sind auch Rationen. Navigation. Ja, ab jetzt ist eigentlich egal. Jetzt kannst du alles noch so ein bisschen mitnehmen, worauf du Bock hast. Items haben wir ja nicht. Geschickt wäre vielleicht noch mal eine, wäre noch mal eine Idee vielleicht. Dann nehmen wir einfach Bretter mit. Kann man auch immer noch ganz gut als Baumaterial nutzen später. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Gefechtskunde. Ja, und dann gib ihm. Wir fahren einfach mal nach Crown Falls. Wir gucken einfach mal, was soll passieren. Ja, berühmte letzte Worte, ne? Was soll schon schief gehen? Was soll schon passieren? Aber wir müssen echt mal so ein bisschen militärisch Präsenz zeigen. Uff, panzerbrechende Geschütze. Absoluter Gamechanger. In jeder Hafenverteidigung ist ein Flammenwerfer. Der ist wirklich, ja, also das ist eigentlich Cheatcode. So, da passiert halt nichts mehr. Haben wir hier auch was? Wir können halt nur so ein bisschen. Ne, haben wir keine Verteidigung. Wir haben aber Bretter, wir bräuchten mal ein paar Fensterkanonen. Fensterkanonen. So. Zwar hier mal. Auch mal vielleicht. Ja, einen Flammenwerfer bauen. Hier noch. Und dann noch zwei Kanonentürme. Und dann ist gut. Wir haben ja den Einfluss. Wir brauchen ja nichts. Wir müssen ja nichts bauen, was in irgendeiner Form. Huch. Also wir brauchen keine Items. Deshalb geht ja gar kein Einfluss drauf. Ne? Hier kriegen wir Zufriedenheit und Aufstandsgefahr. Dadurch haben wir halt echt viel Zufriedenheit, gerade wegen dieser Hilfspakete. Ja. Das ist halt ganz nett, dass er die andauernd abwirft über unsere Stadt. Frag mich nicht, wieso. Ich frage mich auch, was hier noch rein soll in seine Stadt, weil er hat ja hier noch Lücken. Also, baut der irgendwann da noch was? Weil die Stadt hier ist voll gebaut. Sogar Rathäuser drin. Sporadisch. Verrückt. Ja, sieht viel witzig aus. Na egal. So, zurück zum Thema. Also, Schokolade. Dafür. Geil. Krankheit. Diese Pisser. Ja, also gut. Soll er machen. Stimmt, dafür brauchen wir noch Baumaterial. Ist das Schiff mittlerweile da? Nee. Aber die Traktorscheunen laufen. Was bedeutet, dass die Dinger mittlerweile. Ja, gut, 11 Tonnen Tabak sind halt viel zu viel, ne? Gut. Wie viel brauchen wir denn überhaupt an Zigarren? Also, klar, also ich will jetzt 0 Tonnen aktuell. Ich glaube, wir nehmen mal einen raus. So, dann kann ich nämlich schon mal anfangen, Schokolade hier zu. Also, ist nicht Schokolade, sondern ist ja. Kakao, Schokolade ist ja nur das Endprodukt, herzustellen, damit wir da einfach auch schon mal einen Startschuss setzen. So. Traktorscheune läuft auch, das heißt, das Ding läuft direkt auf voller Pulle, auch immer gut. Hoch damit. Und dann kriegen wir ja auch schon 8 Tonnen Kakao.
Wir haben ja noch ein bisschen Arbeitskräfte. Das heißt, wir könnten ja, weil wir haben auf der Insel hier den Platz. Da packen wir mal eine zweite Kakaoplantage neben und eine Zuckerrohrplantage. Die bauen wir jetzt in Anführungszeichen wirklich. Die Kakaoplantage merken wir uns erstmal nur vor. Und zwar brauchen wir ja, also die Dinger arbeiten doppelt so schnell. Die hier, die sind einfach zweimal so schnell. Ja, fragt schon, was da, sehr schön. Im Vergleich zu denen hier. Und wir werden das hier auch noch weiterverarbeiten. Da brauchen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr jetzt gleich. So. Warum? Warum fährt das Ding hier oben hin? Warte mal, produziere ich nicht sogar rum? Ah ja, produziere ich sogar. Das ist ja witzig. Die sind ja aber viel, viel schneller. Das sind wahrscheinlich irgendwie 16, ja, 15 Tonnen. So viel brauchen wir halt gerade noch nicht. Deshalb bauen wir erstmal nur zwei. Ist dann halt so. So, dann haben wir hier 8 Tonnen, gleich 8 Tonnen. Ne, 4 Tonnen Zucker und 8 Tonnen Kakao. Können die Dinger nochmal hochdrehen. Ja. Dann sind die ein bisschen schneller. Mal 6 Tonnen. Das reicht fürs Erste. Wie viele Arbeitskräfte brauche ich denn für so eine Schokoladenfabrik? Charlie sagt viele, aber nicht zu viele. Okay. Wir müssen mal so ein bisschen expandieren hier. Dann produziere ich die Schokolade nämlich direkt hier. Dann müssen wir es nicht hin und her schiffen. Das ist ja eigentlich auch immer ganz charmant. So. Weil wir brauchen zwei von denen hier. Sonst läuft das nicht. Also sonst ist einfach zu viel von der Produktion einfach umsonst. Die drehen wir auch mal hoch. 50%. Und die brauchen doch selber auch Schokolade, oder? Brauchten die nicht auch Schokolade, die Obreras? Scheinbar nicht. Wie auch immer ich auf die Idee gekommen bin. Never mind. So, wir haben genug Arbeitskräfte. Die sind ziemlich unzufrieden. Wir geben denen mal eine Boxarena. Damit die mir nicht komplett aufs Dach steigen. Jetzt fehlt uns ernsthaft eine einzige Tonne. Das ist nicht dein Ernst. Naja, ist ja egal. Und dann produzieren wir jetzt hier 6 Tonnen Schoki. Da reicht, denke ich, auch erstmal ein Frachtschiff. Nehmen wir noch das. So, dann können wir jetzt hier Schoki erfolgreich produzieren gleich. Da. Super, Bevölkerung 1. Gib ihm. Ja, guck mal, wie schnell jetzt hier die Kanonenboote gebaut werden. Wir bauen einfach mal ein paar. Mittlerweile haben wir 229 Einflusspunkte im Militär investiert. Auch immer eine gute Nummer. Wie gesagt, Flammenwerfer einfach komplett Game Changer gegen alles, was in irgendeiner Form aus Holz ist, an Kriegsschiffen, Flammenwerfer, zu OP. Nehmen wir gleich mal mit, können wir hier unten auch noch mal ein bisschen was bauen. Weil, wenn wir genug Militär kriegen, dann stressen die nicht mehr so rum. Das ist ganz angenehm. Aus irgendeinem Grund hat der eine bessere Wirtschaft als wir. Keine Ahnung, sehe ich nicht. Aber. Ja, der hat schon, also die am Anfang, die Computergegner, die werden dann irgendwann werden die brutal kacke. So, weil irgendwann sind die halt wirklich,
useless, so. Dann kommt da nichts mehr. Ich habe zwei davon, ne? Ja. Echt mal so ein bisschen Platz schaffen jetzt. Wir verbrauchen auch nur noch 7 Tonnen Schnaps. Das heißt, wir können noch mal 2 wegnehmen hier. Die reichen. Klar sollte man nicht zu viel reduzieren, aber naja. Ach, passt perfekt. Das gibt's ja gar nicht. Kann man mal so ein bisschen konsolidieren hier, ne? Mal so ein bisschen... bisschen Produktion zusammenstreichen. Das hilft doch vielleicht. So. Können hier die Stahlwerke hin. So, was packen wir da noch hin? So. Ziehen wir die Felder doch mal neu hier. Etwas komprimierter alles. Damit schaffen wir wieder, also schaffen wir halt gleich mehr Platz für mehr Einwohner. Wichtig war jetzt halt nur, dass wir nicht zu viel Produktion wegrationalisiert haben, weil wir ja jetzt gleich auch mehr Leute bauen wollen. Und dann stehen wir wieder da mit zu wenig Produktion. Deshalb habe ich so ein bisschen Platz gelassen in der Produktion. Ich muss mal gucken, zum Beispiel bei der Wolle habe ich eventuell ein bisschen viel weggenommen. Aber ansonsten haben wir hier überall noch Platz. So, ne? Eine Tonne oder so, dass man da halt wirklich ein bisschen jetzt mehr bauen kann. Auf der anderen Seite schaffen wir halt hier dann auch einfach ein bisschen die Möglichkeit für uns überhaupt, Einwohner zu bauen. Das passt auch nicht alles perfekt hier, das ist auch klar. Liegt halt daran, dass das jetzt alles quasi da so ein bisschen zusammengeschoben wird, wie man ja schon sieht, offensichtlich. Und da halt einfach so ein bisschen dann daran gebunden ist, was einem so die Möglichkeiten da so bieten, oder die Fläche hier so bietet, an Möglichkeiten einfach Produktionsgebäude zu bauen. Übrigens, ich sehe das, wenn Leute oder wenn ihr mir Kommentare mit irgendwelchen Vorschlägen für Projekte schreibt, und ich freue mich da auch drüber. Ne? Ich habe jetzt gesehen, einer hat vorgeschlagen nur Charterrouten. Ich muss mal gucken, wie umsetzbar das ist, weil das quasi, oder umsetzbar an sich ist das, aber das ist halt wie quasi ein Projekt ohne Routen eigentlich. Weil Charterrouten kannst halt knicken eigentlich. Da geht so wenig Ware drüber. Die sind zu Beginn mal ganz sinnvoll, aber danach halt Blödsinn. Aber grundsätzlich ist das halt auch eine gute Idee. Ne? Also wir können halt auch mal gucken, ob wir einfach nur, also quasi mehr oder weniger mit wirklich wenig Routen arbeiten. Auch immer eine Möglichkeit. So. Jetzt hör doch mal auf. Junge, das kann doch nicht dein Ernst sein. So. Das entladen wir mal. Wir bauen hier einfach mal einen Flammenwerfer. Immer gut. Kanonenturm, auch immer gut. Und eine Anlegestelle. Das auch immer gut. So. Dann sind wir einfach... Also es reicht in der Regel schon, weil die einfach viel zu unfähig sind, Häfen anzugreifen, die Computergegner. Das reicht eigentlich schon, um die davon abzuhalten, irgendwelche Städte einzunehmen. Ne, hier hängt gerade, also hier kommt langsam auch militärisch ein bisschen was zusammen. Wenn wir Bock hätten,
dem richtig auf die Nerven zu gehen, könnten wir halt uns einfach in deren Hafen stellen, den Krieg erklären und die wegflexen. Ne? Wichtig ist eigentlich nur, dass du den hier platt machst und dann ist gut. Einzige Sache, die richtig Arsch ist, die Computergegner schmeißen dann einfach Bomben auf deine Häfen. Und das kannst du eigentlich aktuell leider nicht wirklich verteidigen. Das ist so ein bisschen scheiße, aber naja. Wollen wir das hier nochmal umsiedeln und zwar hier hin? Das wäre doch auch nochmal eine Option, oder? Und zwar packen wir das mal dahin, weil dann kriegen wir hier oben halt Platz, um Häuser zu ziehen. Und das fände ich eigentlich ganz sympathisch. Finde ich eigentlich ganz sympathisch, wenn wir hier mal ein bisschen die Möglichkeit kriegen würden, mehr Einwohner dann zu bauen. Grenze ist dann übrigens hier. Und die auch mal da hinsetzen. So, kann man hier noch einen rein. Den wahrscheinlich, die wahrscheinlich nicht mehr beide. Das mit dem hier aus. Können wir von hier anfangen? Das sind schon zu wenig Felder, ne? So, hübsch ist nicht, aber es funktioniert. Dann können wir hier unten auch immer noch Farben reinsetzen oder was auch immer. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, einfach das hier zu kopieren und hier oben dran zu setzen. Ja, das passt nicht, weil die Schiene hier scheiße läuft. Das heißt, wir müssen die Schiene mal hier lang führen. Besten wäre da. So, dann können wir das hier rausnehmen und dann können wir das da einfach drauf kopieren. Tada! Weil hier oben drüber kommt eh nichts mehr. Also hier. Das wird eh nichts. Also klar kannst du hier oben noch ein paar Einwohner drauf knülzen, aber. So. Hier ist schon wieder richtig. Was hat denn der diesmal abgeworfen? Hat der Flugblätter abgeworfen? Das kann nämlich auch sein. Aber es ist auch gut möglich, dass der Streik daher kommt, dass ich gefühlt jedes Arbeitspensum hochgedreht habe. Upsi. Wir brauchen eine Schule. Bildung. Ja, Digga, geh mir doch nicht auf den Sack, Alter. Jetzt müssen wir den hier echt fetzen. Och, nö. Ja, ist natürlich richtig geil, weil alle meine Routen, wir müssen jetzt einmal kurz das Spiel ein bisschen langsam machen, alle meine Routen fahren hier durch, anstatt hier unten, weil ich eigentlich den Piraten aus dem Weg gehen wollte. Ja, super, wir verlieren jetzt hier reihenweise Schiffe gleich. Da ist wieder das Gute, dass wir also tatsächlich gar nicht so unabhängig sind. Jetzt geht er mir hier komplett auf den Nerv oder was? Ja gut, dann, ja, wir kriegen jetzt halt komplett Dresche, ne? Weil alle Schiffe, die in die neue Welt fahren, ohne Eskorte fahren,
Eieiei. Okay, gut. Aber wir können uns ja wehren. So ist ja nicht. So, los geht's. Siehst du, aber hier gut, dass wir hier Verteidigungsanlagen jetzt gebaut haben, ne? Die sind schon sehr hilfreich. Wichtig ist nur, dass man guckt, ob hier Flammenwerfer sind, weil also den muss man aus dem Weg gehen. Ansonsten kann ja eigentlich nicht viel passieren. Wir bauen weiter unsere Kriegsschiffe hier oben. Ja, wir hämmern hier permanent Kriegsschiffe raus. Wir könnten eigentlich sogar, wenn wir richtig Bock haben, einfach noch eine zweite Werft bauen. Die passt hier nur gerade nicht hin. Wir müssen mal die Benachrichtigung ausstellen dafür, wenn Schiffe angegriffen werden. Das ist ja nervig. So, hoch, meine ganzen Kanonenboote sind auf die Fresse bekommen. Na egal. Warum will der sich denn jetzt mit mir fetzen? Das ist so vollkommen unnötig. Ja, Bruder, perfekt. Jetzt müssen wir dem auf die Fresse hauen. Vor allem ohne Items ist halt auch ein absoluter Vollkrampf, ne? Oh, warum stehen die denn hier? Ja, wir fetzen uns hier durch. Also es ist mir komplett egal. Und wir nehmen auch gar keine Rücksicht jetzt. Nehmen wir alle aus. Die sind zwar zum Teil auch beschädigt, die Dinger, aber egal. Können auch mal mit so einem Kanonenboot einfach wieder hier hingehen und einfach so ein Ding hier angreifen. Dadurch endet die Belagerung zum Teil nicht. Wir haben halt so viele Schiffe jetzt gerade verloren. Aber das ist vielleicht ganz gut. Dann können wir die einmal austauschen quasi. Wir müssen, wenn, dann diesen Flammenwerfer da kaputt machen. Aber eigentlich will ich dem einfach nur auf die Nase hauen. Ohne jetzt wirklich großartig seine. Ja, doch, das gewinne ich. Wichtig ist nur, dass wir uns nicht zu nah an den. Ja, guck mal hier. Wir dürfen uns nicht zu nah an diesen Flammenwerfer begeben, weil der meldet unsere Schiffe. Da brauchen wir schwere Geschütze. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also los. Wo sind wir denn? Material. Alter. Das. Der ist ein absoluter Vollkrampf. Wir müssen nämlich Salpeter produzieren. Und Salpeter produziert sehr langsam. Das ist aus irgendeinem Grund auch nicht bei Hafen. Das ist total dumm, aber egal. Wir brauchen Salpeterwerke. Die brauchen 2 Minuten für einen Durchgang. Das nicht so viel. Also, was die liefern. Das nicht so viel. Wenn man den hier kaputt macht, macht man den Hafen in der Regel kaputt. Aber ja, macht das erstmal.
Ach stimmt, hier unten habe ich auch noch meine Schiffe stehen. Was hat der denn so an Treibgut? Wow. Wow. Richtig viel. Stimmt, hier stehen ja auch noch welche rum. Aber... Oh, guck mal hier. Hi. Das ist ja laut. Immer das gleiche mit diesen Computergegnern. Den fangen wir ab. Nicht in Hafenreichweite fahren. Den kaufen wir uns auch. Guck mal her. Die ist schon wieder repariert. Hä? Och nö. Guck mal, wenn ihr die Moral pushen wollt. Absolut dumm, aber funktioniert. Jetzt verpiss dich. Och nee, wir wollen die Insel nicht verlieren hier. Isabel, verkauft mir mal ein paar Kriegsschiffe. Oder eins zumindest. Wir müssen noch mehr Hafengebäude bauen. Mein Ölhafen ist auch kaputt. Ja, jetzt geht's ja halt komplett den Bach runter. Ich hoffe, der Monitor kommt jetzt gleich mal. To save the day. Ja, da kommt er. Verpiss dich! Oh mein Gott. Hoffentlich reicht das, um die Insel zu safen. Wurst. Wir müssen jetzt warten. Kapitulationswahrscheinlichkeit wahrscheinlich. Das ist ja super. Unmöglich. Ja, okay. Scheiß drauf. Ach, Kacke. Ah, nee, doch nicht. Hier sehen sie noch. Dann sollten wir jetzt hier vielleicht aber schleunigst mal. Wir haben ja hier zumindest auch die Möglichkeit, uns zu verteidigen. Weil ich hier Kanonen hingeliefert habe. Jetzt machen wir mal hier folgendes, jetzt nehmen wir die mal mit. Jetzt müssen wir einfach nur hoffen, dass wir das Schiff hier einfach durchgemogelt kriegen. In 2 Minuten haben wir unsere Insel erfolgreich verteidigt. Hier unten chillt meine Südseeflotte. Ja komm, den schnappen wir uns. Junge, willst du nicht einfach chillen hier? Nein, will er nicht. Wir müssen uns wirklich von diesem... Ja, guck mal. Das passiert, wenn du an Flammenwerfer rankommst. Das ist halt komplett asozial, ne? So, wir machen es jetzt auch ein bisschen assi. Wir fahren jetzt zu dieser Insel hier. Wir bauen jetzt hier Flammenwerfer, weil hier seine ganzen Schiffe rumdüsen. Och nö, warte mal, auf Krieg mit dem Piraten habe ich gar keinen Bock. Das kann weg. So. Jetzt haben wir ja hier Baumaterial. Zwar zumindest so drei Geschütztürme oder so bauen.
Fuck you. Müssen mehr Kanonen produzieren. Haben wir genug Stahl? Nö. Haben wir denn genug Inputwaren für Stahl? Ja, super. Achso, vielleicht gar nicht schlecht. Es ist jedes Mal das Gleiche mit diesen Computergegnern. Hau mal drauf da. Das jagen wir jetzt. Und dann verdrängen wir den mal so langsam aus unseren Gewässern hier. Der hat doch safe meine ganzen Sachen hier geklaut. Ah, hat er auch. Das ist meine Eskorte hier, ne? Ah, egal. Jetzt düsen wir nochmal hier hin. Ah, von wo? Waffenruhe mit N. Hallo beendet. Es ist echt wirklich immer irgendwas. Kohlemine explodiert. Also es ist wirklich, also ohne Items macht jetzt, denkt man vielleicht, gar nicht so einen großen Unterschied. Aber es ist einfach trotzdem nervig, weil man einfach die Schiffe nicht ausstatten kann. Und mit Items ausgestattete Schiffe sind einfach so viel besser. Wir kaufen jetzt Inselanteile, ne? Wir gehen jetzt richtig auf die Nerven. Was soll passieren, ne? Wir kriegen jetzt auch nochmal irgendwie 3.500 Münzen von ihm nur für unsere Anteile. Wenn ich hier reinfahre, muss ich sofort den Flammenwerfer kaputt machen. Ansonsten. Aber der hat gar nicht mehr so viel Flotte. Warum ist der immer noch so cocky? Vielleicht müssen wir dem einfach mal eine Insel klauen. Aber der hat überall einen Flammenwerfer stehen. Ja, die könnten wir uns mal holen hier. Hier ist ein Flammenwerfer. Da ist ein Flammenwerfer. Ja, die sind halt einfach krank OP, ne? Fangen wir hier an. Schiff bringen wir gleich mal wieder zurück hier. Hier setzen wir den Treffpunkt auch mal hier hin. Dass die Schiffe da mal runterfahren. Weil das reicht, glaube ich, nicht, um den da Platz zu machen. Da brauche ich ein bisschen mehr Feuerkraft. So. Jetzt machen wir einfach mal Folgendes. Wir warten kurz, bis hier gerade keiner steht. Jetzt brauchen wir mal so einen Flammenwerfer. Und wenn wir schon dabei sind, können wir. Geil ist natürlich eine dicke Bertha, weil die schießt geisteskrank weit, aber sowas können wir uns halt nicht leisten. Müssen wir einfach noch einen Kanonenturm dazu bauen. So, guck dir jetzt mal an, wie der die löscht. Zack. Ich weiß gar nicht, repariert so ein Reparatur. Ja, bauen wir mal. Zwei Reparaturkräne dahinter. Vielleicht sind wir jetzt zwar theoretisch permanent irgendwie im Krieg, aber das ist uns egal. So. Wir greifen gerade
Ja, aktuell haben wir halt noch gut Geld. Müssen aber echt mal zusehen, dass wir hier auch ein paar Frachtschiffe bauen, ne? Damit wir die Routen neu bestücken können. Fetzen wir hier erstmal drauf. Und das Hauptproblem sind wirklich die Flammenwerfer. Und ich kann halt noch keine Metallkriegsschiffe bauen, weil wir keine schweren Waffen haben, keine schweren Geschütze, weil wir da echt nicht rankommen, ne? So, hier kommt noch mal ein bisschen was. Hier kommt noch mal ein bisschen. Da flex noch mal drauf da. So, wir dürfen halt nicht unsere ganze Flotte da jetzt direkt verlieren. Das wäre unpraktisch. Wir haben auch noch genug. Jetzt mal so ein bisschen gucken, dass wir zum Beispiel hier die Route einfach mal jetzt ein Frachtschiff draufsetzen. Hier die Route nochmal ein Frachtschiff kriegt. Dass die halt laufen, ne? Weil sonst ist halt wirklich, wirklich Arsch. So. Okay, bereit zum Großangriff, würde ich sagen. Wir müssen wirklich zuallererst ihn hier killen. Auf den müssen wir drauf. Wenn der kaputt ist, fällt die Insel. Ja. Jetzt fällt die Insel. Ich muss mal ein bisschen leiser machen. Junge, jetzt fahr hier hin. Jetzt machen wir halt platt. Darfst du echt nicht zu nah rangehen, das ist so laut. Wahrscheinlich müssen wir echt hier drüben noch einen der beiden Häfen angreifen. Um die Insel dann tatsächlich klein zu kriegen. Ja, sieht so aus. Krass. So, und wir fahren jetzt und gehen direkt auf den Flammenwerfer. Also auf den Flammenwerfer. Oh. Der meldet unsere Schiffe einfach so hart. Aber die Insel gehört uns. Da brauchen wir gar nicht mehr groß gucken. Will ich auch gerade nicht, weil es mir einfach viel zu laut ist. So, und wir müssen ein bisschen nochmal Segelproduktion hochfahren. So, Insel ist unseres. Und wir erobern die Insel auch. Ja, komm, bla bla. Wahrscheinlich haben wir uns aber auch wieder einen Computergegner ausgesucht, der ganz gerne Krieg führt. Meine neue Welthauptinsel befindet sich im Krieg. Geil, die Blaupause ist beschädigt, das ist ja auch wild. Bauen wir mal schnell ein paar Reparaturkräne. Will den eigentlich noch gar nicht auslöschen. Also so wichtig ist mir das gar nicht. So, haben wir jetzt hier unten aber mal gemacht. Schon mal eine Insel für uns. Du fährst mal ganz hübsch hier hin. Lässt dich einmal reparieren. Wir haben keine Arbeiter mehr. Lass mich raten, weil wir kein Rindfleisch mehr haben. Stimmt gar nicht. Wir haben alles. Haben wir so viele Bauern? Achso, ja, Bauern haben wir so viele, weil wir so viele Bauern gebaut haben. Logisch. Ah, wir haben gerade weniger, weil wir hier mehr Produktion gebaut haben. Ja, das ist logisch.
So, wenn wir jetzt hier diese Dinger ziehen, dann würde ich sagen, sind wir doch eigentlich so gut aufgestellt, dass wir fast noch eine dritte Werft bauen könnten. Ich glaube, die passt hier aber einfach nicht mehr hin. Aus irgendeinem Grund geht das nicht. Wenn wir den mal dahin bauen. So, guck mal. Dann machen wir doch einfach weiter. Jetzt muss ich nur erstmal gucken. Wir brauchen nämlich noch mal ein bisschen Quarz und vor allem zwei Stück diesmal, weil die andere ja Strom hatte. So. Wahrscheinlich haben wir gerade so überhaupt genug Produktion, um diesen Schiffsbaubetrieb hier aufrechtzuerhalten. Ja, Digga, ist ja okay, gehen wir nicht auf den Sack. Okay, pass auf. Wir bauen jetzt hier, wir stellen hier jetzt noch eine kleine Flotte zusammen. Die nutzen wir. Also erstmal klauen wir ihm die Insel jetzt einfach aus Prinzip auch. Wir stellen uns jetzt mal eine kleine Flotte zusammen, die in der neuen Welt gleich mal ein bisschen aufräumt. Ja. Das war leider absehbar. Ach so, ja, die haben wir schon. Super, dass diese Nachricht jetzt kommt. So, die Insel schnappen wir uns jetzt noch. Und alles weitere, meine Freunde, ist dann Teil der nächsten Folge. Denn ich denke, länger als eine Stunde sollte so eine Folge auch nicht werden. So, wir positionieren uns jetzt extra auf der Seite des Flammenwerfers, dass wir direkt auf den Flammenwerfer fahren können und uns dann diese Insel hier schnappen. Attacke. Alle auf den Flammenwerfer. Jetzt war Konto kaputt. Boah, es ist laut. Ja, aber guck mal, unser Flammenwerfer hier, der chillt hier immer noch. Und eigentlich dürfte der militärisch gar nicht mehr. Ja, dürfte der eigentlich gar nicht mehr auf unserem Level sein. Die Frage ist ja, und schreibt das gerne mal in die Kommentare bis zur nächsten Folge, ob wir den Typen komplett machen, platt machen. Oder ob wir, wenn er einen Friedensvertrag will, ihm den jetzt noch quasi anbieten oder da mitmachen. Wir sind bei 18,75 Stunden. Unsere Neuweltflotte, würde ich sagen, ist hiermit auch fertig. Das sollte fürs Erste reichen für die neue Welt. Vielleicht warten wir noch auf zwei Linienschiffe. Und ich danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir starten einfach beim nächsten Mal dann weiter mit dieser Folge. Bis dahin, jetzt geht's erstmal rein in den Livestream 2030, Twitch und YouTube. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.